Gesegnet seid ihr, wenn ihr die Worte dieser 12 beachtet, die ich aus euch erwählt habe, euch zu dienen und eure Diener zu sein. Und weiter mehr gesegnet sind die, die deshalb an eure Worte glauben, weil ihr bezeugen werdet, dass ihr mich gesehen habt und dass ihr wisst, dass ich bin. Gesegnet sind die im Geist Armen, die zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und weiter, gesegnet sind alle, die da trauern, denn sie werden getröstet werden. Und gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Und gesegnet sind alle, die hungern und dürsten nach Rechtschaffenheit, denn sie werden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und gesegnet sind die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Und gesegnet sind alle Friedensstifter, denn sie werden die Kinder Gottes heißen. Und gesegnet sind alle, die um meines Namens willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und gesegnet seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und fälschlich gegen euch aller Art Böses reden. Denn ihr werdet große Freude haben und überaus froh sein, denn groß wird euer Lohn im Himmel sein. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ich gebe es euch, das Salz der Erde zu sein. Wenn aber das Salz seine Würzkraft verliert, womit soll dann die Erde gesalzen werden? Das Salz ist hinfort zu nichts mehr nütze, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ich gebe es euch, das Licht dieses Volkes zu sein. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Zündet man eine Kerze an und stellt sie unter einen Scheffel? Nein, sondern auf einen Leuchter. Dann gebt sie allen Licht, die im Hause sind. Darum lasst euer Licht vor diesem Volk so leuchten, dass es eure guten Werke sieht und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlicht. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Ich bin nicht gekommen, zu zerstören, sondern zu erfüllen. Ich habe euch das Gesetz und die Gebote meines Vaters gegeben, damit ihr an mich glaubt und damit ihr von euren Sünden umkehrt und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt. Siehe, ihr habt die Gebote vor euch, und das Gesetz ist erfüllt. Darum kommt zu mir und lasst euch erretten. Denn wenn ihr meine Gebote nicht haltet, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich eingehen. Von denen in alter Zeit ist gesagt worden, du sollst nicht töten, und wer auch immer tötet, dem droht das Strafgericht Gottes. Ich aber sage euch, wer auch immer seinem Bruder zürnt, dem droht sein Strafgericht. Darum, wenn ihr zu mir kommt oder den Wunsch habt, zu mir zu kommen, und es fällt dir dabei ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so gehe deinen Weg zu deinem Bruder und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komme mit voller Herzensabsicht zu mir und ich werde dich empfangen. Von denen in alter Zeit ist geschrieben worden, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer auch immer eine Frau ansieht, dass es ihn nach ihr gelüstet, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Ich gebe euch das Gebot, nichts davon in euer Herz eindringen zu lassen. Denn es ist besser, dass ihr euch dies versagt, wodurch ihr euer Kreuz auf euch nehmt, als dass ihr in die Hölle geworfen werdet. Und es steht auch geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die euch böswillig schlecht behandeln und euch verfolgen. Damit ihr die Kinder eures Vaters seiet, der im Himmel ist. Das, was von alter Zeit war, was unter dem Gesetz war, ist in mir alles erfüllt. Das Alte ist hinweggetan und alles ist neu geworden. Darum möchte ich, dass ihr vollkommen seid. So wie ich,
oder euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du betest, so sollst du es nicht tun, um von den Leuten gesehen zu werden. Wenn du betest, so gehe in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, so bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir offen lohnen. Auf diese Weise sollt ihr darum beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit immer da. Amen. Amen. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben oder zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denkt an die Worte, die ich gesprochen habe, denn siehe, ihr seid es, die ich erwählt habe, diesem Volk zu dienen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen werdet oder was ihr trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Betrachtet die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und doch sage ich euch, dass selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Trachtet ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Rechtschaffenheit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Darum sorgt nicht für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Richterspruch ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und wieso siehst du den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, gewahrst aber nicht den Balken, der in deinem eigenen Auge ist? Entferne zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu entfernen. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn ein jeder, der bittet, empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und dem, der anklopft, wird aufgetan werden. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Denn darin bestehen das Gesetz und die Propheten. Tretet ein durch die enge Pforte. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, die innerlich aber reißende Wölfe sind. Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Aber ein verdorbener Baum bringt schlechte Früchte hervor. Darum, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir spricht, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Darum, wer diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem weisen Mann vergleichen, der sein Haus auf einem Felsen baute. Und der Regen fiel, und die Fluten kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel nicht. Denn es stand auf einem Felsen.
Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Regen fiel, und die Fluten kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel. Und groß war sein Fall. Wer sich dieser meiner Worte erinnert und sie tut, den werde ich emporheben am letzten Tag.